zerlegt. Unsere Situation sieht schlecht aus, muss man ehrlich sagen, auch wenn es unserem Land gerade sehr gut geht, aber die außenpolitische Situation, unser einziger mächtiger Verbündeter wird vernichtet und wir haben nicht wirklich die Möglichkeit, einen anderen mächtigen Verbündeten zu finden. Und wenn wir alleine dastehen, werden wir langfristig auch draufgehen. Warte, ist das die Ukraine? Ja, das ist die Ukraine, die hier gerade schon wieder mehr Gebiet übernimmt. Die könnten auch irgendwann zum Problem werden. Dürfen wir nicht unterschätzen. Minus 4,91. Naja, dann stellen wir hier wieder mal den Armeeunterhalt. Wieso ist denn der so verdammt hoch? Ach, keine Ahnung. Stellen wir wieder mal runter, bis wir bei positiv angelangt sind. Und wenn es eine Schlacht gibt, dann können wir ihn wieder hochstellen. Irgendjemand schloss Frieden mit den Niederlanden. Wieso wollen denn die alle mit mir keinen Frieden? Wollen die wirklich irgendwas von meinen Gebieten erobern, oder? Ich verstehe es nicht. Und wieso hasst mich die gesamte Welt? Vermutlich, weil ich eine andere Religion habe als die gesamte Welt. Hm. Ungarn und Moskau mögen mich immerhin inzwischen beide einigermaßen. Ja, wenn ich wieder im Frieden bin, falls das jemals wieder geschehen sollte, dann müssten eigentlich Bündnisse möglich sein. Hm, und ich würde eigentlich so gerne gerade mal nicht meine Armee, nachdem sie endlich mal voll aufgeladen ist, wieder hier in irgendeine Vernichtungsschlacht schicken, wo dann, ich weiß es nicht, aber hier irgendwo Truppen hinzuschicken, ich halte es nicht für sinnvoll. Wir könnten natürlich versuchen, Brandenburgs Hauptstadt, also Brandenburg selbst, zu erobern. Das tun wir jetzt auch mal. Denn vielleicht kann dann Brandenburg mit Österreich Frieden schließen. Hm. Nein. So, dann müssen wir der Armee wieder viel bezahlen. Und hier verdammt vorsichtig sein, dass wir nicht zerquetscht werden zwischen den zahlreichen Feinden. Könnte ich den Brandenburg theoretisch zum Vasallen machen? Nein. Na gut. Ja, ihr seht, 18 Truppen hat Österreich noch und Frankreich ist im Prinzip ungeschwächt. Hier stehen 37, 15, 8, 5, 22, 21, insgesamt wohl so um die 100.000 Feinde, denen wir gegenüberstehen. Kosten zur Kernprovinzerstellung minus 25%, das muss ich vor dem nächsten Krieg unbedingt tun. Aber nicht sofort. Okay, Savoy ist also bereit, Frieden ab jetzt zu schließen. Dann bin ich ja nur noch in kleineren und durchaus gewinnbaren Kriegen verstrickt.
Erobern wir mal Brandenburg und dann sehen wir weiter. Mit euch hätte ich auch verdammt gerne einen Frieden. Wenn ich Diplomaten hätte. Immerhin wird es unser Land nicht mehr untergehen, weil keine französischen Riesenheere bei uns einmarschieren werden. Und Österreich, ja, ist verloren. Und damit unser letzter guter Verbündeter. So. Juhu, die wir als neue Verbündete einladen können, sind beide am Verlieren in einem Krieg gerade. Also alles in allem sieht es einfach nur schlecht aus. So, Bündnis anbieten an Ungarn. Dadurch haben wir immerhin wieder ein paar kleine Verbündete da und dort. Übrigens sehen wir inzwischen bis nach Amerika. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Ihr habt es vermutlich schon gesehen. Ja, Castile übernimmt hier die Nordküste Brasiliens und Frankreich ist etwas südlich davon angesiedelt. Auch in der Karibik teilen sie sich die kleinen Inseln auf. Und in Neufundland ist Frankreich, hat Frankreich weiterhin eine einzige Provinz. Naja. Schon blöd, dass jetzt Moskau und Ungarn beide am Untergehen sind und die einzigen beiden Nationen aber sind, die ich wirklich als Verbündete gerade haben kann. Das ist schon blöd. Aber ich kann sie eh nicht ändern. Kredit? Oh, hab gar nicht gewusst, dass es uns finanziell schon so schlecht ging. Dann gehen wir hier einfach mal ein bisschen runter, damit es nicht noch schlechter aussehen kann. Die Niederlande haben jetzt auch mit Sachsen Frieden geschlossen, dann wollte es sicher auch mit mir einen Frieden. Sogar einen weißen Frieden. Wie kann man denn einen weißen Frieden überhaupt anbieten? Forderung senden, einfach so. Wohlan, weißer Frieden mit den Niederlanden. Damit ist Brandenburg der letzte verbleibende Feind und dadurch können wir uns das eindeutig leisten, ganz Brandenburg zu belagern. Beziehungsweise auch hier die österreichischen Gebiete zurückzubelagern. So. Also Ungarn wird jetzt von den Osmanen übernommen und Moskau von Kasan. Und Österreich wird sowieso allgemein komplett zerpflückt und in kleine Stückchen zerhackt. Oh, nachdem es kein starker Gegner mehr in der Nähe ist, könnten wir ja eigentlich wieder wagen, hier unseren Handelseinfluss geltend zu machen. Dann könnten wir unseren Tribut zurückzahlen. Nein, könnten wir nicht. 115 würde das kosten, okay. Nein, Savoy, ihr habt gerade Österreich, meinen einzigen starken Verbündeten, ruiniert. Ich werde jetzt nicht irgendwas Positives tun. Ich habe mich mit zwei sinkenden Schiffen verbündet. Ja, Frankreich belagert ist ganz Österreich. Da ist nichts mehr zu machen. So, jetzt können wir das verdammte Darlehen zurückzahlen. Gut, Österreich hat Frieden mit ihnen geschlossen, was ich durchaus verstehen kann. Dann gehen wir jetzt hier zurück.
nach Ostpreußen eben. Warum auch immer wir hier gerade durch Böhmen durch dürfen, ich weiß es nicht. Und da wir jetzt im Frieden sind, stellen wir mal den Armeeunterhalt auf extrem wenig und leisten uns dann bald die zusätzlichen Truppen, damit wir auf maximaler Truppenstärke sind. Ja, das ist sinnvoll. Okay. Moskau hat jetzt noch mehr Gebiete verloren und jetzt werden sie von der Goldenen Horde angegriffen. Sie sind alliiert mit Schweden. Ich würde zu gern noch diese drei Gebiete bekommen. Auf der anderen Seite hat Schweden 32.000 Truppen. Ist Schweden gerade in irgendeinen Krieg verwickelt? Ja. Schweden ist beschäftigt. Einigermaßen. Sollen wir es dann wagen? Ich weiß es nicht. Erstmal wagen wir hier. Geht sich aus. Sehr nice. Ja, dann tun wir es. Nachdem wir es von Feinden umzingelt sind, müssen wir eindeutig stärker werden. Das ist so die einzige Möglichkeit zum Überleben. Aber erst warte ich, bis meine Armee voll aufgeladen ist. Und außerdem halbiere ich euch. Wobei das eine blöde Aufteilung ist. Wartet. Euch halbieren wir nochmal. Dann stellen wir insgesamt 30.000 Truppen an die schwedische Grenze. Und 10.000 Truppen werden versuchen, Polotsk zu übernehmen. Und ich weiß, dass es vielleicht eine verdammt blöde Idee ist, jetzt gerade schon wieder Krieg zu führen. Deswegen speichern wir lieber mal. Wow, und die Zeit in diesem Spiel, also in EU3 bei einer Aufnahmesession, habe ich normalerweise ungefähr, so grob gesprochen, 100 Jahre lang gespielt. Und jetzt sind wir bei der dritten Aufnahme und wir haben gerade mal 120 Jahre. Das geht doch wesentlich langsamer. So, hier haben wir Anspruch auf zwei Gebiete, soweit ich weiß. Auf gar keinen.